Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Parasite Eve 2. Und genauso, wir sind hier jetzt mittendrin in der Bunkersäuberungsaktion. Also die Golems, die haben ja wirklich alles besetzt beim letzten Mal, ne? Also diese Typen, die wir da hier sehen. Und ja, die müssen wir jetzt aus dem Weg schaffen. Die Tür ist natürlich zu, weil ich wollte jetzt nämlich auch als erstes oben ins Spot Service Gantry. Weil da der Pierce war und der ist jetzt komischerweise weg. Und deshalb müssen wir da gucken, auch wegen dem guten Ende. Ob wir da den Pierce nochmal finden oder nicht. So, was haben wir hier für Gegner? Och nö, nicht schon wieder so blöde. Ja, okay. Leute, das ist ein Schwert, Tiny. Lad schneller und schieß! Ach, verdammt. So, okay, das ist doof hier. Die sind nervig, Leute, diese Maschinengewehre da. Gut, wechsel die Waffe. Wechsel die Waffe mit Spartaner-Muni hier. So. Die sind schon krasser, die Spartaner-Munis, ja, ja. Gut, Leute, weiter geht's. 155 XP. Spartaner-Muni, sehr gut. Da muss ich mich noch zweimal heilen. Am besten nochmal. Und weiter geht's, Leute. Weiter geht's. Wir müssen uns jetzt hier komplett durchkämpfen, weil die andere Tür dazu ist. Ah, hier rennen auch solche rum. Okay. Gut. Dann Granatenwerfer und drauf da. Los. Und weiter drauf da. Ah, der will schießen. Schneller. Gut. Der ist schon tot. Sehr gut. Der wollte nämlich schießen. Und da ist noch einer. Und direkt drauf da. Ach, verdammt. Das ist so ein Schwert-Tiny hier. Plasma, damit der mich hier nicht nervt. So, weg mit dem. So, hier ist noch einer, ne? Oder? Nö. Okay. Was haben wir hier? Spartaner-Muni. Ne, nehmen nur die Spartaner mit. So. Sehen wir auch mal die Granatenwerfer hier von denen, ne? Ziemlich krass. Richtig fette Waffen haben die. Muss ich hier rein? Ne, ich muss auf die andere Seite rüber. Und ja, Leute, freut mich, dass ihr eingeschaltet habt bei Parasite Eve 2. Es geht ab. Wir bewegen uns aufs Finale zu. Definitiv. So. Oh nein, nicht schon wieder. Hier sind überall diese Kameras an. Verdammt nochmal. Warum treffen die denn? So, macht das Ding kaputt. Oh, da ist noch einer. Da ist noch einer, der ballert da Granaten auf mich. Alles klar, das sind noch mehr Kameras. Leute, das ist ein nerviger Raum. Wirklich. Gut, Waffe wechseln. So, dann geht's mal weiter. Nochmal ganz kurz checken. Ja, passt. Gut, dann... Ah, nein, lass den nicht schießen. Ach, verdammt. Gut. Lass den ballern, ist okay. So, der hat's nämlich abgewehrt, der Penner. So. Jetzt reden wir mal weiter hier, los. Und schneller. Zack. Sehr schön. Und am besten direkt die Waffe wechseln. Für die Kameras da oben. Und... Ah, verdammt. Blöde Kamera. So, Leute, ja, wie gesagt. Wir spielen jetzt hier einmal Terminator. Der Kampf gegen die Roboter. Brauchen wir nicht. Leute, jetzt kommt ein anstrengender Raum, glaube ich. Jetzt kommt ein anstrengender Raum. Lasst euch überraschen. Gut. Hier sind nämlich auch Gegner drin in den Schlafquartieren. Und schaut mal da. Das ist ein Unsichtbarer, Leute. Das ist der stärkste von allen hier. Der Unsichtbare. Bei dem müssen wir aufpassen, Leute. Gut, nimm dir... Der ist komisch gelähmt. Nimm dir Granatenwerfer und... Bevor er sich unsichtbar macht hier. Los. Ah, weiter. Lad nach, schneller. Da ist er. Da ist er. Oder? Nein, der hat auch Phantombilder, wie ihr seht. Der packt uns einfach. Da müssen wir ganz schnell die Tasten drücken. Macht coole Sounds hier. Jau. Ah, wo ist er denn? Komm schon. Da ist er. Und... Nicht getroffen, Kollege. So. Seht ihr das? Der hält mehr aus als die anderen. Ach, verdammt. Okay, dann. Plasma. Reicht das? Verdammt. Ja, bei dem ist... Ah, nein. Lass uns los. Bei dem ist Magie sinnlos, ganz ehrlich, Leute. Ja, der blitzt schon. Der blitzt schon, der kann nicht mehr lange. Ach, verdammt. So,
Ach, verdammt! Du blitzt doch schon hier. Du kannst nicht mehr lange, Mensch. Hör auf. Lass mich in Ruhe. So. Der macht sich jetzt nochmal kurz unsichtbar, ne? Ach, verdammt! Bei denen ist immer schwierig zu treffen. So. Das ist eine Phantom. Genau, komm. Nein, okay. Das ist ein Phantom, glaube ich, oder? Nein, das ist er wirklich. Okay, zack. Oh, so. Das sind die heftigsten Gegner von denen, Leute. Das sind die Bishop Golems. Und die bringen 1000 BP. Meine Fresse. Das MP-Wasser nehme ich bitte. So, Leute. Ja, da haben wir schon mal gesehen. Also, die sind echt heftig. So. Aber zum Glück haben wir unseren Granatenwerfer. Wie gesagt. Wir haben unseren Granatenwerfer dabei. Der ist hier auch unerlässlich, weil mit normalen Schusswaffen wird das echt ein Hickhack hier. Das ist nämlich schon der nächste von denen. Aber ein normaler zum Glück. Und, der will... Oh, das ist ein 6-Schuss. Alles klar, Leute. Das ist einer, der 6-mal schießt. Da hinten ist noch einer. Ah, verdammt. Der schießt 2x3. Okay, lauf weg. Ach, verdammt. Gott sei Dank. Okay, einfach drauf da. Und weitermachen. Immer schön weitermachen. Ja, lasst ihn sich verteidigen. Das ist nicht schlimm. Okay. Und weg damit. So einfach kann es gehen. So, den Raum haben wir geklärt. So brauchen wir beides nicht. Wir müssen zum Pierce, Leute. Wir müssen zum Pod-Service Gantry. Da oben. Da oben müssen wir mal kurz hin. Weil der Pierce ist irgendwie nicht mehr da. Deshalb, ja. Wir müssen von ihm eine Notiz lesen, Leute. Schnell durch die Gaskammer hier durch. Und hier raus. Bevor wieder irgendwas passiert. Das lasse ich mal lieber mit dem Telefon. Weil ich glaube, beim Pierce werden wir ein sehr interessantes Telefonat haben. Och nö, was ist das denn da? Verdammt nochmal. Gut. Ach verdammt, das ist ein Nahkämpfer hier. Leute, schaut euch den an. Das ist ein Nahkämpfer. Ah, geh weg. Und schön reingezogen. Ja, voll. Sehr schön. Schön Schaden an dem eigenen Typen gemacht hier, ihr blöden Kameras. Sehr gut. So, der ist kaputt. Und der ist auch kaputt. Sehr schön. Wir müssen zum Pierce, Leute. Warum ging der Aufzug auch beim letzten Mal nicht, ne? Das ist irgendwie ein bisschen komisch. So, heilen. Sehr gut. Gut. Pierce, ich hoffe, du bist noch da. So. Also, gehen wir hier rein wieder in diesen gruseligen Larvenraum hier. Mir wird schlecht. Mir auch, Leute. Mir auch. So, wir müssen nämlich schnell hier... Da wir das gute Ende spielen, müsste jetzt hier... Nein, 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 das nicht. Wir müssen eine Notiz hier irgendwo von dem Pierce kriegen. Wo ist sie denn? Moment mal. Hm? Ein Zettel am Hörer. Oh, das ist sehr gut. Das ist der Notizzettel. Das ist wichtig, Leute, fürs gute Ende. Das ist wichtig und den müssen wir jetzt lesen. Leute, hier Notizzettel. Notiz von Pierce, Leute. Ein zerrissener Notizzettel. Eine Botschaft, verschlüsselt mit dem MITF-Code. Er muss es eilig gehabt haben. An Aya. Die Daten der NMCs, die ihr Hunters gesammelt habt, sind alle hier gespeichert. Jemand muss Zugriff darauf gehabt haben. Außerdem ist Baldwin... Die Botschaft bricht hier ab. Alles klar. Gut, Leute. Dann, nächstes Kriterium, sofort telefonieren. Bitte Jody. Yes, Leute. Hier ist die Jody. Alles klar. Das heißt, wir sind auf dem besten Wege, das gute Ende zu erreichen. Hallo, ah ja, hier ist Jody. Was? Woher er steckt? Er ist wieder zurück und telefoniert gerade. Wie du meinst. So, ich bin im anderen Zimmer. Oh, okay. Er kann mich nicht hören. Ach wo, er wird sich's nicht gemerkt haben. Wieso soll Hell unser Gespräch nicht mitkriegen? Okay, was? sorry. Das ist ja schrecklich. Er wird mich killen. Was mache ich? Okay, ich gehe zu Rupert. Da im MRTF-Büro geht es anscheinend auch gerade ab. Gut.
Danke für den Bericht. Machen Sie weiter. Der legt einfach auf. Ja, okay. Ich darf Jody nicht in Gefahr bringen. Alles klar. Gut, Leute. Da haben wir hier alles erledigt, was wir brauchen. Ja, also der Baldwin, der steckt anscheinend mit drinne. Also unser Boss. Verdammt interessant, Leute. Und Jody macht sich anscheinend auf den Weg zu uns. Gut, Leute. Das heißt, Baldwin steckt drinne. Wir haben Jody und Pierce auf unserer Seite. Kyle dümpelt hier irgendwo rum. Also ganz schön viele Leute. Und kann man jetzt hier den Aufzug... Komisch verschlossen. Okay, nee. Der Aufzug funktioniert also nicht. Okay, Leute. Gut. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal zurück. Und, ja, also verdammt interessant. Also beim MRTF geht es gerade auch ab. Ich glaube, es hängt mit Baldwin zusammen, Leute. Genau, Leute. Wir müssen nämlich noch kurz in den Golem-Freezer-Raum rein. Richtig, Leute. Da war noch was, was wir noch erledigen müssen vorher. Hier, genau. Kontrollraum, Leute. Da müssen wir nochmal kurz rein. Was haben wir denn hier? Oh, noch so ein. Verdammte Hacke. Ah, verdammt. Lass mich in Ruhe. Blöd, Mann. So. Kurz lähmen. Und eine Granate rein. Ja gut, das kann ich nicht verhindern, dass der uns mal trifft. Das kann man gar nicht verhindern bei denen. Also, so. Haben wir's? Da sind noch Kameras. Alles klar. Gut. Dann mach die mal weg da oben. Da oben. Genau, ich habe keinen Bock auf die Dinger. Wirklich nicht. Die nerven. So, Leute. Ja, wie gesagt, also wir machen hier fleißig weiter den Bunker sauber. Und wir decken weitere Story-Schnipsel auf hier. Dass unser Boss doch nicht so clean ist, wie er immer behauptet. Hä? Gut, was haben wir hier? Hier unten? Kameras. Kameras, okay, schnell Metabolismus machen. Ich habe keinen Bock auf Zustände. Ah, lauf. Genau deswegen, Leute, die blauen. Genau wegen den blauen Dingern. So. So. Dann das noch. Das da oben noch. Hallo. Da oben das. Ah, verdammt. Okay. Gut. Dann, dann das. Zack. Alle nacheinander weg. So. Sehr gut, Leute. Ja, wie gesagt, also das wird eine große Story. Na super. Keine MPs oder so bekommen. Naja gut, Leute. Wir müssen hier in den Golem-Freezer-Raum. Ganz dringend. Weil, seht selbst. So. Der muss doch hier sein, oder? Hä? Moment. War hier nicht der Pierce drin? Ne? Da bin ich jetzt gerade aber ein bisschen überrascht. Ah, das könnte sein, dass das später kommt, ne? Stimmt, das könnte sein, dass das später... Ach du Heilige! Was ist denn hier? Ey, da ist ja einer. Ach du Penner, wirklich. Da habe ich mich echt erschrocken. Dann schieß da mal drauf, da los. Verteil mal ein bisschen Schaden schon mal. So, Granatenwerfer und lauf einfach. Ich dachte, der Pierce wäre jetzt hier drinne. Ach, verdammt. Leute, der Pierce ist nämlich da drin. Normalerweise. Keine Ahnung, warum ich den jetzt nicht retten konnte. Verdammt. Aber ich glaube... Geh weg, du Blödmann. So. Boah, der hält echt viel aus, muss man sagen. Ne? Der unsichtbare Typi hier. So, und... Nein, das war das Phantom. Oh. Oder so. Einfach mal ins Blinde geschossen, auch nicht schlecht. Ja. Wir haben 30.000 BP. Meine Güte, Leute. Wir haben 30.000 BP. Aber wieso ist denn der Pierce nicht da drin? Wo ist denn der? Gut. Komisch, auf jeden Fall. Ach, du Heilige. Ach, verdammter Penner. Ach du Heilige, das sind aber viele hier. Das sind aber viele Maschinen. So, Leute. So viele.
was versucht ihr hier zu schützen, verdammt nochmal. So. Und die auch direkt weg damit. So. Genau, Leute. Dann würde ich mal sagen. Jo. Rifle? Nee, alles klar. Gut. Leute, dann. Los hier. Gut, Leute, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt noch als letzte Aktion vorm großen Finale, gehen wir noch kurz runter hier. Da ist nämlich auch alles voll. Und noch einmal kurz nach Dryfield zurück. Das muss sein, Leute. Das muss einfach sein. Ja, einfach um zu gucken, ob Flint und Douglas noch okay sind. Fahrstuhlschluss entriegelt. Sehr gut. Da gehen wir noch kurz hin. Und dann gehen wir Richtung... ja, eigentlich Richtung Ende, ne? Aber Moment, eigentlich... Och nö. Nicht die Bowman-Dinger. ja gut, dann... Lad mal nach. Hör auf. Ah, da ist ein anderer. Ach, verdammt. Wir sind vergiftet. Nicht heilen. Ach, verdammt. Egal, Leute. Gut. Einfach weiterschießen. Du. Ah, verdammt. Ja gut, dann weich mal aus. Die Bowmänner sind hier also wieder. Okay, Leute. Alles klar. Ich merk schon. Ich merk schon, ja. So. Alles klar. Jo, Leute. Gut. Dann würde ich mal sagen... Ja. Gehen wir mal weiter zurück. Alles klar. Wir machen noch jetzt noch kurz Dryfield sauber. Und hier unten das... Ah, hier unten rennen sie nämlich noch rum. Na? Hier rennen sie noch rum. Verdammt. Noch ein Feuerball. Ja gut, dann mach... Oder hier so. Zack. Genau. So. Ich glaube... Für die reicht auch eine Granate, ne? Ja. Und schneller. Ach, verdammt. Ach, verdammt nochmal. Jetzt komm hoch, blödes Fischmonster, du nervst. Alles klar. So, weil die größte Gefahr, die von den Golems ausgeht, die haben wir schon gebannt hier. Das ist nicht mehr viel. So, Leute. Alles klar, wie viel müssen wir noch? Die beiden Räume. Alles klar. Noch mal eben. Wir müssen gucken, ob in Dryfield noch Gegner sind. Gut. Was haben wir hier noch? Ach du Heilige. Ein Bowman schon wieder. Und ein Fischgegner. Okay. Ja, der Bowman, der ist Geschichte. Und hier der Ach verdammt. Du Feigling, jetzt komm hoch hier. Verdammt nochmal. Verschwende nicht mein... Der lebt noch. Was? Ja, okay. Mit einem Schuss einfach. Gut. Leute, wir haben's. Sehr schön. Wir werden immer stärker. Wir kriegen immer mehr BPs. Und ja. Müssen jetzt nach Dryfield zurück, um da eventuell noch Gegner platt zu machen. Weil ihr seht, alles ist noch verseucht. Es ist alles verseucht. Und ja. Da geht doch so nicht. So. So, mach dir kaputt hier. Oh, genau. Haben wir es jetzt? Da ist noch einer. Verdammt. Gut. Oh, ja, dann haben wir es. Sehr gut. Alles klar. Ja, Leute, macht doch ganz schön Spaß, oder? Nochmal hier durch die ganzen Gebiete zu stiefeln. Oh, ehrlich. Da hinten ist auch noch was drin. Ja, dann machen wir es halt noch. Komm. Gehen wir nochmal kurz hier rein. So, was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Ah, okay. Fische. Alles klar. Oh. Ah, oh. Oh. Oh Mann. Die sind so bescheuert, die Gegner, wirklich. Gut. Dann würde ich sagen, haben wir das hier, ne? Geklärt. Das geklärt, das geklärt. Ach, in die Mine müssen wir gleich nochmal. Habe ich voll vergessen gerade eben. Ist okay. Ist okay, Leute. Gut, aber erstmal nach Dryfield. Da wir jetzt schon mal hier unten sind, gehen wir nochmal kurz nach Dryfield. Gucken, ob da noch Gegner sind. Weil wenn ja, dann machen wir die weg.
Ganz klar. Oh, die Musik hat aufgehört. Hier sind tatsächlich noch Gegner. Gut, dann kurz einen Prozess mit denen machen. Wir haben Spartaner-Muni hier. Leute, mit denen machen wir kurz einen Prozess. So, weg mit dem. Komm raus. So, mit denen machen wir kurz einen Prozess, Leute. Oh, cool, hier ist zumindest noch mal Ruhe. Das ist doch schon mal ganz gut. Oh, mehr war hier auch nicht. Gut, Dryfield. Gibt's hier Gegner? Oh, hier alles voll. Geil. Sehr schön, Leute. Dann Stiefel war noch mal kurz hier durchs alte Gebiet. Ja, warum eigentlich nicht, ne? Oh, alles verseucht. Alles verseucht. Mensch, Mensch, Mensch. So. Boah, die gehen so schnell kaputt jetzt, ne? Die Gegner, das ist unglaublich. Wirklich. Ja gut, dann... Weißt du, was? Bast schon einfach mal drauf hier. So. Boah, wir sind so stark geworden, Leute. Das ist so heftig. Wir sind so stark geworden. Alles klar, cool. Wir sind noch in Dryfield unterwegs. Kurz vor Schluss. Richtig cool. Gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir nochmal kurz eine Gegnerrunde hier. Und, ah, hier ist zu, ne? Hier kann ich nicht durch. Von dem Kuhmonster. Alles klar. Dann müssen wir nochmal kurz hier rein. Das ist so cool, Leute. Wir sind hier wirklich... Wir sind hier wirklich im guten alten Dryfield nochmal. Wo fast alles angefangen hat. Meine Güte. Ah, ich hätte Dings kaufen sollen, ne? Ich merke ich gerade Flair. Aber gut, da oben sind die Mücken. Ja, komm. Dann mach hier einmal Combustion drauf. Dann ist das Thema erledigt. Oh, fast. Doch, nicht ganz. Oi, oi, oi. Okay. Skorpione. Weg mit denen. So einfach geht das. So. Ja, das brauche ich nicht. So. Gut. Dann schaue ich nochmal gerade, wo hier noch andere Gegner sind, wollte ich gerade sagen. Na dann, komm dann. Mach die kaputt. Mir Skorpione, die aus dem Boden kommen. Jetzt haben wir ja wirklich Ungezieferarbeit vor uns, ne? Wir müssen Ungeziefer kaputt machen. So. Und da ist noch irgendwo eine Spinne. Geh aus der Brühe raus. So, wo ist die Spinne? Hier ist die Spinne. Oh, Spartaner-Muni ist so geil, Leute. Ich sag's euch. Die Gegner sind so schnell kaputt. Wirklich unglaublich. So. Jo. Einmal kurz heilen. So. Das ist noch einiges, was hier ist, ja. Noch eine kurze Runde drehen. So. Einmal noch mal kurz durch den geilen Laden hier durch. Ja, haben wir hier was? Im Laden ist gar nichts. Okay. Gut. Trotzdem noch einmal durch hier, durch diesen stylischen Kneipenladen. Oh, das hat Spaß gemacht hier, als wir hier das erste Mal drin waren. Mit der Musik und alles. Ach, war das nicht schön. Ja, hei, 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 Fledermäuse. Alles klar. Ja, dann, mach mal hier Plasma. Ah, die sind schon nah dran. Okay. Plasma. Mach Plasma. So. Sehr gut. Zwei sind da noch. So. Das war's schon. Alles klar. Cool. Jo, Leute. Sehr cool. So. Ja, das ist gar nicht mehr so viel, ne? Zwei Räume und da hinten noch. Mehr ist es nicht. Vielleicht schaffen wir Dryfield sogar noch in dieser Folge. Wer weiß. Wer weiß, Leute. So. Einmal hier in dem Raum waren da, glaube ich, noch was, ne? Ja. Motten. Alles klar. Das sind Motten da oben. Ach, verdammt. Gut, dann machen wir den Dings weg. Den Zustand hier. Und da sind noch Goblins. Ach, die guten alten Goblins, ey. Ach, verdammt nochmal. So. Combustion Level 3. So, das war's schon. Möglichst effizient hier die Viecher platt machen. So. Sehr schön. Hotelzimmer bereinigt. Kommt jetzt noch der nächste Raum, hier Raum 1.
Da können wir auch gleich schon zum Douglas gehen, ja. Dann können wir schön zum Douglas gehen hier. So, was haben wir denn hier? Noch mehr Goblins. Ah, super. Ah nein, ich bin leer. Ach, verdammt. Verdammt, meine Muni ist leer. Oh, okay, ja, dann muss ich halt... So. Oh, das war jetzt schon. Na gut, dann. Meine Muni ist leer für die Waffe. Ich habe nichts mehr. Dann muss ich tatsächlich nochmal mit dem normalen Muni rumlaufen, oder? Moment. Hier. Habe ich keine Muni mehr dafür? Ich habe auch nur noch eine Granate. Ach du Heilige. Ich bin ja komplett leer. Ja gut, dann muss ich definitiv nochmal ein bisschen was Muni holen. Vom Auto. Da muss ich sowieso her. Ja, dann machen wir das doch, ne? Hier steht ja Pierce sein Wagen. Hier hinten ist unserer. Gibt es da noch Items, was ich irgendwie gebrauchen kann? Nö. Okay, gut. Dann nimm dir die Muni hier mit. Granaten, sag ich schon. Normale Muni. Gut, dann muss ich die Waffe auch damit nachladen. Ne? So. Parabellum-Munition. Sehr gut, Leute. Einmal nochmal quer durch Driving. Das hat doch was, oder? Goblins. Ja, super. Ja gut, dann schieß einfach drauf da. Ey, du Biest. Wirklich, Kannibale hier. Oh, die machen so wenig Schaden, die normalen, ne? Das ist schon krass, ja? So, das sind noch Ratten. Ratten oder was, ne? So, da ist noch was hier. Was ist denn das? Ja, das waren Ratten und Goblins. Alles klar, cool. So. 7-7. Alles klar, sehr schön, Leute. Und ja, wie gesagt, also ich hoffe, es gefällt euch trotzdem hier, wie wir hier nochmal durch die alten Gebiete stiefeln. Und nur noch hier und da hinten tatsächlich. Was haben wir hier? Oh Gott. Was ist das denn? Fledermäuse. Überall Fledermäuse hier, okay. Plasma. So einfach geht das. So, weg damit. So schnell, wirklich. So schnell. Zack. Und das war's schon. Einmal kurz hier rein noch, wo wir den ersten Traum hatten. Und, och, du Heilige. Ja gut, wisst ihr was? Bei denen, kurzen Prozess. Batz. Weg damit. Sau gut, ey, wirklich. Sau gut, der Zauber. So mächtig. Gut, Leute, boah, ich fange gerade an zu schwitzen irgendwie. Ich habe gerade irgendwie so eine Hitzewallung, keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil es hier in Dryfield so heiß ist. Ja? Kann natürlich sein. Gut, Leute, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zum Douglas. Schau mal kurz bei dem, ob da noch irgendwelche Gegner sind. Oder, ach, ich sehe gerade, meine Uhr geht gleich schon wieder an. Meine Güte, das ist so traurig. So. Eine kurze Pause.